So, einen wunderschönen, liebe Zockergemeinschaft. Wir sind wieder zurück in Wimworld. Und wir haben Mehl und Milch. Und paar Eier. Was macht man aus Milch, Mehl und Eier? Genau, wir versuchen jetzt mal hier ein bisschen, wie nennt sich das Gedöns? Brot zu machen oder Torten oder sonst was. Mal gucken. Aber zuerst brauchen wir mehr Platz. Und hier wird schon Platz gemacht. Ja gut, macht mal schön hinne. Und okay, der Fuchs bewegt sich. Gut. Da ist ein Küken. Nee, das Küken. Hat das Küken da hingeschissen? Kann sein. Hier drin sind es Minusgrade. Draußen sind. Oh. Ich glaube, wir sollten hier auch langsam eine Klimaanlage bauen. Ist schon Winter? Es ist Herbst. Es sind Minusgrade fast draußen und es ist. Stimme fast weg. Und es ist minus gerade fast draußen und ja. Nein. Temperatur. Wir brauchen hier eine Heizung. Am besten genau mittig, oder? Hier. Oder da. Machen wir die Heizung mal hin. Hoffentlich klappt's. Ansonsten legen wir noch ein bisschen Strom. Aber ich. Ach so, können wir. Boah. Einmal quer durch. Da ist überall Zeug drin. Da ist noch keine Lampe drin. Da müssen wir mal eine Lampe reinmachen. Ansonsten wird es duster. Da. Nee. Da. Dann das weg. So. Müssen die eben hier einmal quer durch. So. Da ist eine Rose drin. Und noch was anderes reinmachen. Ach. Schon zu spät. Gut. Ist sicher bald mal fertig. Wer ist eigentlich da unten zuständig? Jens macht sauber. Kati macht sauber. Warum macht ihr alle sauber? Erstmal abreißen. Was hier? Genau. Wer ist dafür zuständig? Sepp, hast du nicht Lust, hier ein bisschen Ambule Randale zu machen? Genau. Reiß mal die Hütte hier ab. Beziehungsweise die Wand hier. Genau. Oh. Jetzt ist uns der Strom ausgegangen, weil. Weiß ich nicht. Gut. Also nicht gut. Dann müssen wir das mal kurz wegmachen. Strom. Ja, da sieht man's. Dann machen wir das mal so. Dann kommt der Strom hier weg. Was macht Sepp? Sepp holt für Konvertz. Ist gut. Elbi macht weiter Steine. Wir haben noch Kotten, was verarbeitet werden muss. Und wir haben massig Trockenfutter. Aber gut, dass Trockenfutter nicht verdirbt, oder? Weiß ich nicht. Eigentlich sollten die hier das Trockenfutter reinmachen, aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, Sepp, was machst du? Holt für, genau, mach mal. Ich bin hier fleißig am Forschen, bin auch fast fertig damit. Sehr geil. Dann gucken wir mal. Das Hühnchen frisst die Kartoffeln auf. Ja, warum nicht? Achso, Conduit, ist es nicht die Heizung hier?
Nee, er macht diese Leitung, okay. Schön, dass du die Leitung. Obwohl, doch, ist gar nicht mal so schlecht, wenn die Leitung macht. Weil dann geht der Strom hier hin. Dann wird das alles wieder miteinander verbunden. Gut, Sepp. Und wir haben Strom. Perfekt. Hier machen wir mal gepflegte 18 Grad. Sollte gut sein. 18 Grad. Mal gucken, ob er es schafft. Wir sind jetzt bei innen 7 Grad. Weil hier die ganze Zeit die Tür aufmacht und schließt. Was machen die Büffel hier drin? Da fällt mir ein, wir haben ja jetzt Büffel. Tiere. Muffalo. Ja. Gehorsam. Und man kann die als Leine los. Man kann die nicht als Träger benutzen. Nicht euer Ernst, oder? Man kann die echt nicht. Nein. Nein! Nein! Warum? Mist, nachkommen! Ficken! Warum? Da habe ich einen Fail gemacht. Haben wir. Wir haben doch Muffalos hier. gut. Toll. Das einzigste weibliche Muffalo hier. Ansonsten alles nur männliche. Dann suchen wir mal einen 5 Jahre alt. Gott. War wieder so eine Noob-Aktion. Ich könnte ausflippen. Was? Ach so. Sehr gut. Dann machen wir. Es macht mehr Viecher, also mehr Sachen zum Anpflanzen. Gut. Das macht. Plants zu absorben Mineral. Okay. Das heißt, ich kann da irgendwas hinmachen. Und ich ziehe aus dem Boden Mineralien raus. Und ich das. Müssen wir mal ein Auge behalten. Dann machen wir das als nächstes Mal. Aber zuerst brauchen wir die Geschütze, falls wir nochmal angegriffen werden. Oh, ich könnte mich so aufregen, dass wir hier die Muffalos geschlachtet haben. Ich könnte durchdrehen, echt. LB, was machst du? Lavish Meal. Üppige Mahlzeit. Üppige Mahlzeit ist das Beste, oder? Genau. Aber er stellt gleich 4 Mal her. Sehr gut. Was braucht man dafür? Einmal Nahrung und einmal vegetarische. Nötig kochen 7. Machen wir mal das hier. Right Meal, mal gucken, ob er das auch macht. Hatten wir nicht 3 Muffalos? Ach so, der eine wurde schon zerkleinert. Gut. So, er holt sich jetzt das nächste Muffalo. Nee.
Er holt sich Dings. Was macht er jetzt? Ah. Jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Frighted Meal kann. Aber zuerst machen wir Böden. Was ist das hier nochmal gewesen? Sandstein. Oder? Genau. Hex, Pavel, Sandstein. So, wo hat das hingemacht? Hier, oder? Wo sind das jetzt? Eckere-Mahlzeit. Da war. Das war's, oder? Genau, das ist. Sieht aus wie so ein Früchtesalat oder so. Aber Fried heißt doch Dings. Gegrillter Käse. Burger. Taco. Mach mal einen Cheeseburger, bitte. Machen wir dafür. Brot, Käse, Fleisch. Mist. So. Die Dinger können wir. Oh Mist, das müssen wir ja abreißen. Made Kloss. Macht Sepp, ruht sich aus. Achso, er geht schlafen. Ja, wie machen wir das jetzt? Dann müssen wir die auf jeden Fall abreißen. Den reißen wir auch gleich ab. Was mache ich? Um was zu essen. Mitternachtssnack. Genau, Mitternacht. Läuft. Wie sieht es eigentlich hier aus mit den Bäumen? Okay, die sind noch nicht gewachsen. Gut. Mein Cannabis wächst. Könnt noch theoretisch diese schäbigen Dinger zerlegen, oder? Stimmt, irgendwie. Auf jeden Fall, wenn die beiden weg sind, machen wir. Erstmal brauchen wir. Jetzt die Frage. Ah, dann ist der schneller. Gut, dann machen wir das mal. Dann kommt hier das Nähtisch hin für das tapfere Schneiderlein. Den Looming-Tisch daneben. Dann wird das neu installiert und zwar. Und dann brauchen wir einen neuen Stuhl. Ach, weißt du was? Reißen wir auch ab. Die hier kommen richtige Stühle hin. Die ein bisschen bequemer sind. Oder? Ein komfortabler und gut aussehender Stuhl. Komfort 07. Dieser Hocker. 05.
Dann machen wir da mal Holzstühle hin. Da. Ja, das muss denn hier abgebrochen werden. So. Holzstuhl. Dann geht's eigentlich schon weiter. Ah, Kati ist schon wach. Dann brauchen wir hier unten auf jeden Fall auch Strom. Ansonsten kann ich ja nicht arbeiten. Und hier in der Ecke. Kommt auch noch Strom. Und Elbi kocht. Was hat er gerade gekocht? Fein Mehl macht er, oder? Ja, tatsächlich. Aber Cheeseburger geht noch nicht. Und wenn ich sage, grillt's Gemüse, kannst du bestimmt machen, oder? Grill uns mal hier ein bisschen Gemüse. Am besten sechsmal. Tatsächlich, das macht er. Der hat uns Gemüse gegrillt. Nice. Guckt euch das an. Dreimal gegrillte vegetarische Dinger. Nice. Ja. Ich glaube, das sollte ich öfters machen. Statt dieses Mehl immer zu basteln. Wir fangen an hier ein bisschen. Polenta haben wir auf jeden Fall nicht. Stew kochen. Mach mal einmal Stew. Mal gucken, was braucht man dafür. Vier Nahrung und vier vegetarisch. Wir nötig kochen 10. Was sind das? Ein Ei. Unbefruchtet. Ah, wie krass. Hä? Was macht denn der? Wie viel? Tja. Was hat. Der hat 8 Mal und das waren richtig viele Ressourcen. Oh Mann. Der hat mal richtig jetzt auf die Kacke gehauen. So, ein. Nee, ich würde den Stuhl. Will den Stuhl überlegen. Okay. Überlegen. Normal. Ja, kann man machen. Den Grindstone kann auch erstmal weg. Bauen wir erstmal alles neu. Und zwar wollen wir daneben einen Ofen haben. Na komm. So. Händler kommen. Oh, die bringen uns Muffalos. Und Truthähne. Oder was ist das? Die bringen auch Biber. Gebt mir bloß weg mit dem Biber, ey. Da kommt dann auch noch, was auch immer das da ist. Wir sollten aber auch den Steinmetztisch abreißen. Denn es ist hier wirklich die reinste Ecke für Elbi. Die reinste Kochnische für ihn. So, machen wir erstmal auf 1. Na, so. So, sind die Händler schon da? Ja, die sind da. Kati? Kati schlägt. Kati, steh mal auf. Du musst mal kurz Handel treiben mit denen.
Vielleicht haben die ja was für uns. Oh Mann. Wir können Hopfen von denen kaufen. Hey, bringt mal gar nichts. Trockenfutter auch nichts. So viel können wir gar nicht an die Leute verkaufen, weil wir nicht so viel haben. Wir könnten. Nee, die wollten wir erstmal behalten. Muffalo-Fleisch. Nein, was ist das? Bauteile, nee, die brauchen wir selbst. Die behalten wir erstmal. Die haben Kräutermedizin. Wir haben so nichts wirklich, was wir denen verkaufen können. Höchstens Mehl. Aber das Mehl wollten wir ja verwenden. Sonst könnten wir Holz den auch anbieten. Aber das brauchen wir ja auch zum Bauen und Machen und Tun. Was doch Mist. So ein Mist. Na, okay, ist dann halt so. Da machst du nix. Dann brauchen wir noch einen Bildtower wieder. Oh, wir können ein Hightech-Labor bauen. Das machen wir auch gleich, bald demnächst. Steinmetz. Und ich sehe, die Folge geht langsam zu Ende. Ich versuche es mal im 20-Minuten-Takt aufzunehmen. Ja, alles schläft. Die Händler sind da. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye.